Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hardcore Mecha. Wir sind ja mitten in der Mission. Und ja, hier soll irgendwo ein Scanner rumliegen. Und den werden wir uns jetzt holen und dann suchen wir... Ah, hoffentlich finden wir sie. Nein, falsch gesagt. Hoffentlich finden wir sie und können sie erreichen. Ah, nicht du schon wieder. Mann, was bist denn du? Du bist ja saulästig. Ah, das ist so ein schweres Maschinengewehr. Okay, okay, na dann gehen wir es an. Kono kogata kamotsute wa ano toki no. Machigai nai. A wa koko ni iru. Ah, das Shuttle, mit dem A, also A weggebracht wurde. Oh. Das war's schon. Die, wow. Egal, wir haben die XMA-2-Kanone. Können wir hier irgendwas machen? Nee, da brauchen wir ein höheres Level. Braucht die Minen ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich benutze die ohnehin nicht wirklich. Was mich fasziniert ist, das braucht schon Level 5. Wie viele Level gibt's denn? Ich dachte, so lang ist das gar nicht. Ah, das ist eine Art Mischung aus Granatenraketenwerfer. Hochexplosive Projektile. Praktisch. Ausprobieren. Ich glaube, hier haben wir nach wie vor nichts. Nö. Okay, dann starten wir direkt in die nächste Mission, würde ich sagen. In den Tiefen von Hekate entdeckt Zaresur eine massive Terroristenbasis. Wie auch immer, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Na dann. Teres. Yuri. Hör du? Ich bin in Berge. Versuche, Captain zu kontaktieren. Aber... nicht durch. Edgar? Die Interferenzen sind einfach zu stark. Ich nehme eine Nachricht auf und übermittle sie. Und übermittle meine Entdeckungen direkt. Beginne Log-Eintrag. Nachdem ich ins Reservoir gefallen bin, habe ich eine Steel Dawn-Basis lokalisiert. Ich denke, es ist von einem Kraftwerk umgewandelt worden. Aber ich habe auch den Transporter gefunden, den wir verfolgen. Ich muss allerdings noch A's Aufenthaltsort herausfinden. Die Basis ist groß genug für Mech-Aktivitäten.
Und es gibt einen zentralen Schacht, der durch die ganze Anlage läuft. Was ich sagen kann, ist, dass der Schacht anscheinend auch an die Oberfläche geht. Ich markiere die präzise Stelle auf der Karte. Mein Plan ist, durch den Schacht abzuhauen, sobald ich A gefunden habe. Ich melde mich, wenn ich mehr Informationen habe. Log abgeschlossen, senden. Zeit, die noch bleibt, bis die UNF ihren Großangriff startet, eine Stunde. Das ist nicht mehr viel. Eine Stunde ist schnell um. アーク放電機か制御装置がどこかにあるはずだ。このエレベーターで基地全体を行き来できるようだ。 Stimmt, haben wir den Scanner gefunden? Ich glaube nicht. Verdammt. Hätte mich interessiert. Warte, wie geht das? Ah, das ist Abwehren. Das ist Zielen. Stimmt, ich kann ja blocken. Oh, es fährt einfach wieder zurück. Und hier kommt das nächste. Wollte ich eigentlich sagen. Tja, man sollte schon die richtigen Tasten drücken. Ich wollte eigentlich blocken. Du bist derjenige, der das ganze Chaos in der Station stiftet. Wenn du dich um die Gegner da vorne kümmerst, können wir unseren Fluchtplan durchsetzen. Okay. Nein, okay. Wollte nur sicher gehen. Und hier ist sonst kein Gegner mehr, oder? Nee. Sehr gut. Mehr Reparaturmöglichkeiten sind nicht schlecht. Oh Junge. Oh Junge. Oh. Ich meine, ich bekomme auch keine Credits oder so, aber das ist es echt wert. Aber perfekt, wir haben den Leuten geholfen zu fliehen. Das freut mich. Irgendwo muss doch hier A sein. Interrogation ist, glaube ich, ein Verhör. Das ist... Das ist eine ziemlich verschwiegene Frau. Sie sagt kein verdammtes Ding.
Aber sie wird ihre Meinung schon ändern, wenn wir sie in den Hangar sperren und eine Woche hungern lassen. Power Management System. Hier kann man... Ah, hier kann man das Energielevel, das Stromlevel ändern. Also variieren. Ah, heißt. Ja, wird ganz unten festgehalten. Darum ist der Aufzug blockiert. Ja. Naja. Perfekt, perfekt. Wir sind fast da. Wir haben A fast gefunden. Das und das und das auch. Wenigstens sind die Zivilisten entkommen. Da denken sie, sie können mich austricksen. Ich habe es genau gesehen. So. Hier müsste dann die andere Konsole sein. Ich weiß nicht, wo genau, aber hier irgendwo. Oh. Nee, die Bombe brauche ich nicht. Das hier. Ah, Aufzug. Yeah, level up. Ah, jetzt sind wir 5. Jetzt sollten wir einiges an neuen Modifikationen wieder kaufen können. So, jetzt bin ich gespannt. Ich
warte ja eigentlich immer noch auf den Boss-Battle. Ja, vielleicht bei A selbst dann? Wahrscheinlich, oder? Experimentelle Waffe, autorisiertes Personal. Oh. Ja, nimm das. Gefällt mir. Ich mag die großen Waffen. So, mal sehen. Für Autorisierungen. Yes. So. Vermutlich geht's da jetzt zum Boss runter. Aber mal sehen. Das ist das Gleiche. Ja. Na dann, auf zum Aufzug. Retten wir endlich A. Oh. Holy. Das Ding knallt aber ordentlich rein. Das will ich mir aufheben. Kann ich das? Ja, kann ich einfach wegkriegen. Perfekt. Die Mechas auf dieser Produktionslinie sind neue Modelle, entwickelt von diesen Verrückten. Sie können nicht noch mehr Macht erhalten, bitte. Du darfst das nicht zulassen. Okay. Oh. Verstehe. Das heißt, wenn, dann von hinten angreifen. Alles klar. Oh, okay, die gibt's mehrfach. Okay, dann kann ich das ruhig benutzen. Wenn es hier sowieso noch mehr von denen gibt. Ich finde die mega cool. Zurückgelassene Teile. Ungefähr 1000 Basic-Typen-Teile liegen hier einfach rum, unbeschädigt.
gibt keinen wirklichen Grund, warum sie weggelegt werden sollten. Die kann ich nicht mehr. Schade. Ich hoffe, vor dem Boss kommt noch ein. Ah, gut. Sehen wir gleich. Aber ich schätze schon, dass vor dem direkten Bosskampf nochmal eine kommt, oder? Wäre sonst irgendwie ziemlich fies. Ja, na bitte.生体反応を探知した。アイラタニア・キルナ中尉、総意ありませんか？UNF。俺はハードコアディフェンス社所属の傭兵、タレサー・オコーネル少尉です。UNFの依頼により、あなたを救出に来ました。どうして傭兵なんかを。まあいいわ。私がアイラタニア・キルナだ。傭兵、直ちに現状報告を。悪いが邪魔させてもらうぜ。 この声は待ってたぜ、アンテナ付き。あの時の傭兵ボルフェス・ボナパルト、新型機に乗り換えたか。てめえ、わざわざ来てやったんだぜ。ああ、そうか。てめえも忙しそうだな。じゃあ3分間、この3分間耐えられたら、その女は好きにしていいぜ。全力でやれよ、サモネート。一瞬で終わっちまうぞ。 Ist wirklich gut. Ja, verdammt. Okay. Ja. Vielleicht blocken? Puh. Ja, gerade so. Ja. Ja, stimmt. Ich könnte einfach rauffliegen. Ah! Ah, verdammt. Okay, da muss ich definitiv floppen. Holy. なんだと。
Thunderbolts Energie sinkt drastisch. Na, sinkt sehr schnell. Wechselt zu Mode 4. Neustart des Auxiliary Control Systems. Das Licht, das Thunderbolt ausgestrahlt hat. Was zur Hölle war das? Nichts davon stand in der Feature-List. Wurde das übersehen, oder? Einen direkten Treffer davon zu bekommen? Thunderbolt hätte dem eigentlich nicht widerstehen dürfen. Aber trotzdem. Hey, Söldner! Kann sich dein Mechas immer noch bewegen? Ja. Er kann immer noch kämpfen, irgendwie. Ich eskortiere dich raus. Ich muss mich auf die Mission konzentrieren, es ist nicht mehr viel Zeit. Gut. Was haben wir hier? Bevor ich das mache. Das ab 10, okay. High Power Armor. Also hat panzerbrechende Munition. Guti. Alle Nahkampfwaffen. Das sind 8, okay. Nein, das sind auch Mods, oder? Na klar sind das auch Mods. Verdammt. Ach, dann tue ich das jetzt mal raus und mach das rein. Armor Layer sind die HP, Additional Armor. Machen wir es mal so. Mal ausprobieren, kann ich noch nicht sagen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Aber ansonsten würde ich es jetzt so lassen. Na gut, Leute. Hat wieder Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.